Wir gehen auf die Straße gegen den Krieg und für Klimagerechtigkeit. Denn jetzt ist mehr denn je klar, wir müssen raus aus fossilen Energieträgern, raus aus Kohle, Öl und Gas. Dafür sind wir heute auf der Straße. Also ein bisschen ein neues Thema dazugekommen, sage ich jetzt mal, durch den Krieg eben. Es geht natürlich ums Klima, aber eben auch um die Unabhängigkeit von Russland in diesen Gasfragen. Deswegen seid ihr auch hier. Der Krieg macht es eben überdeutlich. Fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zerstören nicht nur das Klima und unsere Lebensgrundlagen, sie heizen auch kriegerische Konflikte wie jetzt eben den Krieg in der Ukraine an. Wenn die Bundesregierung weiter Kohle, Öl und Gas aus Russland bezieht, finanziert sie Putins Krieg. Das muss aufhören. Gleichzeitig darf die Antwort nicht die Abhängigkeit von neuen Autokraten in Katar oder menschenrechtswidrig gefrackten Gas aus Argentinien sein. Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Wir brauchen jetzt ein Enddatum, gerade für Öl und Gas, wo es noch keins gibt. Da muss die Bundesregierung massiv investieren in die Erneuerbaren. Ich habe Fragen gehört von Leuten, die sagen, okay, jetzt kommt Fridays for Futures wieder, geht wieder auf die Straße. Zieht das denn überhaupt noch in dieser Zeit, in dieser Kriegszeit? Wie ist da die Einschätzung? Wir sehen es hier überall um uns herum. Es sind ganz, ganz viele Menschen hier, die ihren Wut, ihre Frustration mit dieser Politik ausdrücken wollen. Die sagen, wir wollen eine gerechte Zukunft, in der Menschen vor Profiten stehen. Wir haben in über 300 Städten in Deutschland Streiks angemeldet. Ich glaube, man sieht, es ist klar, die Menschen wollen eine gerechtere Zukunft. Dafür reicht das, was die Bundesregierung gerade macht, nicht aus. Jetzt ging es in den letzten Tagen nicht nur ums Klima, sondern eben auch um eine Frisur, um Dreadlocks. Da wurde jemand in Hannover nicht zugelassen, eine Künstlerin, die weiße Künstlerin, die Dreadlocks trägt. Wie ist da die Meinung von Fridays for Future hier und auch allgemein? Die Ortsgruppe Hannover hat sich für die Kurzfristigkeit und auch die Formulierung der Absage entschuldigt. Gleichzeitig stehen wir und auch die Ortsgruppe Hannover weiter hinter dieser Entscheidung. Wir sind eine Klimagerechtigkeitsbewegung, die für eine diskriminierungssensible Gesellschaft eintreten möchte, die gegen Rassismus auch auf die Straße geht, wo gerade die Menschen, die am meisten marginalisiert werden in unserer Gesellschaft und immer wieder von Rassismus betroffen sind, eben auch einen sicheren Ort haben. Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneignung, denn die weißen Menschen haben nie die Diskriminierung erfahren, die für viele Schwarze damit eben einhergegangen ist. Da ist klar, dafür wollen wir keinen Platz bieten. Gleichzeitig ist klar, wir treten hier eben für Klimagerechtigkeit ein, da ist das ein elementarer Bestandteil von. Es ist dann aber nicht so, dass unabhängig jetzt von einer Künstlerin, einer weißen Künstlerin mit Dreadlocks, die nicht auftreten darf oder nicht auftreten soll, müsste dann überhaupt niemand eigentlich mit Dreadlocks hier rumlaufen, der eine weiße Hautfarbe hat? Das ist natürlich erstmal auch eine Entscheidung der Menschen selber, ob sie so diese Form der kulturellen Aneignung eben selber tun möchten. Wir wollen eben auch alle damit auffordern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was für viele natürlich normalerweise nicht so viele Anknüpfungspunkte hat. Aber eben zu sagen, möchte ich das wirklich tun? Möchte ich das, was viele Schwarze eben kritisieren? Möchte ich das reproduzieren?